Beruhigen Sie sich. Wir wollen lediglich mit Ihnen eine Identitätsfeststellung durchführen. Ihr Eindämmungsgesetz macht ihr nicht nur. Sehen Sie den Rubikon. Habt ihr mal ein eigenes Grundgesetz geschworen, als ihr den aktiven Dienst übernommen wurdet? So. Habt ihr das? Und jetzt tretet ihr es mit den Füßen. Nichts anderes macht ihr. Gehen Sie bitte ein Stück zurück. Gehen Sie bitte zurück. Gehen Sie mal bitte ein Stück zurück. Oh. Wenn Sie sich nicht entfernen, fasse ich Sie an. Ich will Sie nicht an. Bei Ihnen dasselbe. Wollen Sie nach vorne? Ja. Sie haben meinen Perso eingekrallt. Sie haben nicht gesagt, Sie rennen damit weg. Und kopieren Sie nicht. Haben Sie das gesagt? Nein, Sie haben gesagt, Sie nehmen die Personalien auf. Und nicht, dass Sie damit wegrennen. Was hat er denn gemacht? Sie können Ihre Fotos auch von da machen. Das weiß ich nicht, weil ich ihn nicht festgenommen habe. Wer kann uns Auskunft erteilen? Der Polizeiführer. Gehen Sie bitte da lang. Wo ist der? Weiß ich nicht. Warum wissen Sie das nicht? Mir wird jetzt zu blöde. Gehen Sie bitte ein Stück zurück und lassen die Kollegen hier arbeiten in Ruhe. Ja, wir würden gerne ein Interview machen mit dem Polizeiführer. Ja, das können Sie gerne machen. Dann werden Sie sich an die Presse stellen, sollte Ihnen ja bekannt sein, und dann werden Sie eine Auskunft kriegen. Achtung! Es folgt ein wichtiger Hinweis der Polizei. Ich richte mich an die Personen im Bereich Weidinger Straße und Rosa-Luxemburg-Straße. Durch die Eindämmungsverordnung des Senates von Berlin ist ein Zusammentreffen von mehr als zwei Personen untersagt. Ihr Zusammentreffen stellt eine Straftat nach der Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Infektionsschutzgesetzes dar. Da Sie der mehrfachen Aufforderung, sich nach Hause zu begeben, nicht nachgekommen sind, wird die Polizei Ihre Identität feststellen und Strafanzeigen fertigen. Folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Es ist 15.57 Uhr, Ende der Durchsage. Es ist eine Diskussion im Gange. Wir haben gebührlichen Abstand von 3 Metern. Haben zugehört, was argumentiert worden ist, konnten die Anschuldigungen bzw. die Vorwürfe des Nicht-Polizeimenschen verstehen, haben ein oder zwei Aufrufe gehört und dann kam die Polizei zu uns, hat uns den Personalausweis abgenommen. Wir haben das friedlich natürlich getan und sie haben uns vorgeworfen, dass wir das Versammlungsgesetz oder das... Ich weiß es nicht genau. Also es wurde uns gesagt, es hätte 3 Warnungen gegeben. Wir haben die ersten Warnungen gar nicht mitbekommen. Wir waren hier auf dem Platz. Wir sind der Meinung, dass wir auch das gerecht haben. Wurden diese Verwarnungen, wurden Ihnen die persönlich ausgesprochen? Ja, vom Polizisten. Nee, die wurden nicht persönlich ausgesprochen, sondern vom Lautsprecher. Mir wurde nicht 3 Verwarnungen persönlich ausgesprochen, sondern nur vom Lautsprecher, ja. Aber nicht mal 3 Verwarnungen, sondern ich habe nur eine gehört. Und dann kam... Es wäre die 3. Verwarnung, aber es war nur eine Verwarnung. Wir haben weiter dem Gespräch zugehört, dann wurden die Konfliktbeamten zurückgerufen und dann kamen die in Montur und sind auf uns zugekommen und haben unsere Ausweise verlangt. Und das ist im Moment das. Diese Ausweise werden jetzt, aber er hat uns gerade gesagt, die kriegen wir gleich zurück. Angeblich. Aber die sind jetzt erstmal eingezogen und es gibt eine polizeiliche Maßnahme. Da Sie der mehrfachen Aufforderung, sich nach Hause zu begeben, nicht nachgekommen sind, wird die Polizei Ihre Identität feststellen und Strafanzeigen fertigen. Eine Frage, warum sind Sie heute hier? Wegen der Außerkraftsetzung der demokratischen Verhältnisse. Unser Grundgesetz wird hier massiv eingeschränkt. Allein die Tatsache, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen. Und selbst mit dem Abstand, mit dem Mindestabstand, den wir ja einhalten würden, weil wir haben ja nichts gegen die Nichtverbreitung des Coronavirus. Aber das wird hier auch untersagt. Das heißt also, die Versammlungsfreiheit ist hier komplett außer Kraft gesetzt. Sie sehen ja, wie wenig Menschen hier sind, wie wenig Menschen sich überhaupt trauen, in so einer Situation ihren Mund aufzumachen. Ich sage Ihnen, ein Mundschutz ist kein Maulkorb. Nein, nicht weil sie auf diesem Platz stehen, sondern weil viele Menschen zusammenkommen, die Ausbreitung eines Virus. Die Gefahr der Ausbreitung eines Virus dasteht. Deswegen schränken wir ein wenig. Mikrobiologin, Sie tragen da eine Maske. Denken Sie wirklich, dass ein Virus Sie schützen würde davor? Weiß ich, dass es mich nicht schützen würde. Denken Sie wirklich, dass die Stoffe, die Sie einatmen, gut für Ihre Gesundheit sind? Denken Sie wirklich, dass eine Diskussion jetzt gerade mit... Denken Sie wirklich, dass ein Virus jetzt stoppen würde, nur weil Sie jetzt da vor mir stehen und eine Kappe tragen? Oder weil Sie jetzt Masken tragen, denken Sie ein Virus, wenn es ein... Ich bin Mikrobiologin. Ja. Ja, ich beschäftige mich mit Parasiten, mit Zellbiologie. Das ist mein Hauptberuf. Ja, und ich verstehe nicht, warum hier ein Szenario veranstaltet wird über etwas, das
das gar nicht so stattfinden kann, wie es in den Medien verbreitet wird. Ken, du heute hier. Was ist passiert? Sind die Klopapierrollen ausgegangen, die ich bei dir im Hintergrund gesehen habe? Ich verstehe, was du sagen möchtest. Nein, ich wohne hier. Du wohnst hier und was sagst du dazu? Also ich meine, das ist dein Viertel. Was sagst du zu der ganzen Polizeipräsenz hier, zu den ganzen Leuten hier? Warum sind die da? Na, die Polizei macht das, was sie machen muss. Die handelt auf Anweisung, also den Kollegen. Und mit oder ohne Uniform kann man ja keine nicht vorwerfen, dass sie ihren Job nicht machen. Das ist in Ordnung. Die Frage ist, ob das nötig ist. Also ob dieser Shutdown in der Art, wie wir den durchführen, ob der nötig ist. Und da gibt es schon ein paar Fragen. Zum Beispiel, warum das Robert-Koch-Institut keine Obduktion macht. Und das als Anweisung rausgibt. Also warum man nicht so genau wissen möchte, woran die Leute gestorben sind. Ich habe da so meine Vermutung, vielleicht sind die Leute nicht an, sondern mit Corona gestorben. Aber nur wenn man sagt, sie sind eben alle an Corona gestorben, hat man eine Rechtfertigung, warum man das eben hier so macht, wie man das macht. Sagen Sie doch mal ja oder nein. Eure Kinder können ja auch nicht in die Schule gehen. Sie können nicht sagen, ob wir hingehen. Haben Sie das verstanden? Ja oder nein? Für Meinungsfreiheit. Gehen Sie bitte ein Stück zurück. Sind Sie so nett? In dem Moment, wo Sie uns jetzt aber eben angehalten haben, haben wir die Abstände ja sehr wohl eingehalten. Wir sind auch in Bewegung gewesen. Wir sind verloren. Wenn Sie jetzt hier noch ein Grundgesetz kaputt machen, dann sind wir sowieso ganz unten durch. Es ist sowieso der Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Amerika und Russland. Und ganz Deutschland ist voller Atomwaffen. Wissen Sie das? Ach so. Und meine Frage, wer ist denn jetzt eigentlich Chef im Land? Ist das noch die Bundesregierung oder das Robert-Koch-Institut? Naja, ich würde mal sagen, der oberste Chef im Moment, wenn man es mal ganz streng genommen sieht, ist natürlich Spahn. Weil im Moment schlägt ja Hygiene, also Paragraph 28 schlägt Artikel 8, das ist so. Wenn es wirklich eine Geschichte wäre, die so gefährlich wäre wie SARS, wäre das auch in Ordnung. Die Frage ist, ob das ist. Und da haben ja einige Zweifel, unter anderem der Kollege von Drosten, ja, der ja neulich bei Lanz einen sehr guten Job gemacht hat. Auch Lanz hat da einen sehr guten Job gemacht. Es hatte kein Publikum gegeben. Der Streeck heißt er ja, durfte aussprechen und so. Und der hat ja dann auch schon ein paar Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, warum das Robert-Koch-Institut bis heute nicht so etwas gemacht hat, was Sie gemacht haben, wo Sie, die haben ja dieses Dorf abgesperrt, das untersucht. Und, oder es gibt noch eine zweite Studie, wo man sagen kann, auf diesem Kreuzfahrtschiff Princess, wo man auch gesehen hat. Das müsste ja eigentlich das Robert-Koch-Institut auch machen, haben sie aber nicht. Und dass man manchmal die Frage stellt, warum nicht? Das ist so ähnlich wie wenn hier jetzt in der Gegend oder hier in der Straße würden jetzt, was ich, 50 Tote liegen. Und dann würde der Abschnitt 31, meinetwegen, würde jetzt eine Soko aufmachen wollen. Und der Polizeipräsident sagt, nee. Ganz kurz, wenn Sie jetzt an der Dame ziehen, machen Sie eine Gefangenenbefreiung, kommen Sie mit. Lassen Sie bitte los, halten Sie Abstände ein. Meine Hand hier die Dame wird jetzt mit einer Ordnungswidrigkeit mitgenommen. Wenn es berechtigte Maßnahmen wären, also wenn es wirklich ein tödlicher Virus wäre und die Menschen wollten das nicht einsehen, müsste man die Menschen vor sich selber schützen. Das verstehe ich, ist in Ordnung. Die Frage ist eben nur, warum wir bei 390.000 Ärzten im Grunde immer nur einen hören. Was ist mit den anderen? Es gibt ja sehr wohl Stimmen von Menschen, die sich schon etwas länger mit Viren beschäftigen. Ja, haben wir ja auch alle interviewt, von Mölling bis, warum man die nicht mal an den Tisch setzt und es ein bisschen Transparenz macht. Und das heißt, die Fragen, die die Menschen haben, die Fragen hat das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung mit ihrer Politik selbst leisten dem Vorschub. Und deswegen, was mich halt bei der Sache so irritiert ist, wie einfach Menschen einfach durch die Berichterstattung dazu gebracht werden, ihre Grundsätze und Grundfreiheiten aufzugeben und dann immer diese Kombination auf erstmal unbegrenzt, dauerhaft. So. Einmal hier stehen bleiben.